Hey, ihr lieben Geisterjäger, wir sind wieder bei Ghostwire Tokyo und es scheint sich ganz Richtung Finale zu bewegen. Gut möglich, dass dies die letzte Episode sein wird. Also haltet euch fest und wir gehen direkt rein. Viel Spaß. Das haben wir letztes Mal schon gesehen. Welch eine Schande! Und ich würde sagen, wir überspringen den Käse und gehen direkt in den Bossfight. Keiner von euch. Okay, jetzt wird's spannend. Boah, ich sehe gar nichts, ne? Bezwinge die Geisteransammlung. Na, das sollten wir doch hinkriegen, oder? Aber ich sehe fast nichts. Der spawnt irgendwelche Geisterhände aus der Unterwelt. Habt ihr gesehen? Ah, die Feuerbomben sind recht gut gegen den, ne? Ah, da muss ich drüber springen. Oder auch nicht. Boah, der greift extrem schnell an, der Kerl. Das könnte schon gewesen sein. Komm, lad auf. Und nochmal aufladen. Den haben wir voll erwischt. Das macht ihm leider nichts. Das war schlecht. Ganz schlecht. Boah. Das Gefährlichste sind tatsächlich die Windgeschosse. Weil A, schwer auszuweichen und B, kaum zu blocken. Okay, das könnte länger dauern. Und wieso fange ich mit verringerter Munition und verringertem Leben an? Könnt ihr mir das mal erklären? Okay, jetzt habe ich eine Idee. Wir gucken mal, was wir für Gebetsketten haben. Wir haben die Feuerkette drin. Machen Pfeile Schaden? Bin mir da unsicher. Ah ne, wir haben die Feuerkette gar nicht drin. Wir haben die Windkette drin. Das ist gut. Und wir nehmen jetzt auch die Verteidigungskette rein. Er macht keinen Schaden, der Wind. Nee. Dann lehnen wir den Wind gerade wieder ab. Und machen Feuerkettenschaden. Voll ausgewichen, der Kerl. Boah, war das knapp. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob Pfeile Schaden machen. Spaß.
die Gesichter schießen. Boah, sind die schwer zu treffen. Boah, ist das schwer auszuweichen. Generell sauschwerer Gegner. Also die Gesichter... Ich kann den nicht treffen, sorry. Aber die Gesichter sind empfindlich gegen den Wind, das ist gut. Steh doch auf. Ja, ist klar. Der war gut. Ja. Der Kern liegt gleich frei. Ja. Ich muss mal ganz kurz was anderes essen. Nein. Ja, doch, ist gut. Er hat den Verstand verloren. Den Wir machen doch wieder Windschaden jetzt. Ist einfach die viel bessere Magieform. Oh, da hinten ist noch ein Kopf. Boah. Mieses Schwein. Ja, mal gucken, wie viele Versuche wir brauchen gegen den Arsch.
Das war vielleicht ein Fehler. Nope. Der Punkt geht an mich. Yes. Oh, was ein langer Kampf. Sehr starke Gegner dabei diesmal. Was macht er jetzt? Er ist bestimmt nicht mehr einfacher als vorher. Wir müssen hinter ihn kommen. Jawohl, so. Komm her. Ich hab dich gleich. Ja! Yeah. Ah, stirb! Oh. Die Besuchszeit ist vorbei, Trophy freigeschaltet. Boah, war es ein finaler Bosskampf. Second try. Das war's, oder? Die Seelen waren hier gefangen. Gefangen? Soll das heißen? Genau. Sie wurden nur von ihren Körpern getrennt. Sie sollten jetzt wieder frei sein. Ja, aber die Menschen sind doch dennoch tot, oder? Alle. Bis auf Mari. Oder sind alle Bewohner wieder am Leben jetzt? Ich meine, das wäre cool. Aber auch ein bisschen unlogisch. Wer sind die? Sind das Zauberer? Vater. Ah. Mutter. Das sieht aus wie Seelen, die friedlich sind. Ich glaube, das sind Beerdigungsgewänder. Also die wurden sachkundig bestattet und alles, ne? Mit allen Riten. Du bist am 10. Dezember gestorben. Ja. Und Mutter am 9. Juni. Ich hab's nicht vergessen. Ich kann es nicht vergessen. Musst du auch nicht. Niemals. Ich tue nicht mehr so, als würde es nicht wehtun. Ich werde weiterleben. Auch wenn ich mich schwach fühle. Aber dass sie die nicht retten konnten, bis bald. Ist schon echt schlimm. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich ein erfülltes Leben gehabt haben. Okay. Puh.
konnten sie nicht retten. Du kannst dich also endlich deiner Familie öffnen. Und ich dachte schon, du würdest jetzt endlich mal die Klappe halten. Ich muss dich noch um etwas bitten. Und zwar? Sprich mit meiner Frau und meinem Jungen. Sag ihnen, ich habe nie aufgegeben. Keine Sekunde. Mach ich. Versprochen. Sorry, dass ich das von dir verlange. Ich würde es ja selbst machen. Aber ich werde langsam müde. Ich kann übrigens nicht schneller laufen. Oh, schon oben angekommen. Was ist denn jetzt mit Hanya? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das noch nicht war. Lass nicht noch einen Geist von dir Besitz ergreifen, hörst du? Die meisten sind nicht halb so charmant wie ich. Ja, bist ein echter Charmeur. Du verdrehst mir richtig den Kopf. Solltest mir dankbar sein. Die Verteidigungskette war echt wichtig im Endkampf. Der hätte uns so viel Schaden reingedrückt. Hat er ja eh schon, ne? Aber der hätte uns zwischendurch auch echt gewonnen, glaube ich. Gerade diese Wasserattacken sind ziemlich, ziemlich zerstörerisch. Aber das hat echt gut funktioniert. Danke. Ruhe in Frieden. Und nun? Können wir das selbst machen? Zu seiner Familie fahren und Bescheid sagen? Ob wir generell noch was machen können in Shibuya? Und haben wir jetzt das gute Ende freigeschaltet oder das schlechte? Ich glaube eher, es war das gute. Ich hätte gerne Mari gerettet, ne? Okay. Abspann-Time. Kann man noch überspringen? Ach ja, Leute. Die guten Damen und Herren von Tango Gameworks haben ein fettes Game abgeliefert. Ein richtig gutes Game, mit dem ich sehr viel Spaß hatte. Echt wahr. Also, top. Wie findet ihr es? Haut's gerne in die Kommentare, wenn euch danach ist. Das war aller Voraussicht nach die letzte Folge von diesem schönen Let's Play. Es war nicht immer einfach. Wir haben es ja auch auf schwer gespielt, natürlich. Natürlich, was sonst? Unter schwer gebe ich mich ja gar nicht mehr mit ab. Nee, es war schon teilweise auch echt knackig. Aber eigentlich nie frustrierend. Also zumindest vom Kampfschwierigkeitsgrad her war es nie frustrierend. Es gab so ein paar Stellen, wo ich zwischendurch echt verrückt geworden bin. Das lag aber meistens auch eher an mir und nicht am Spiel. Ja. Also das Kämpfen hat mir gut gefallen. Ich hätte es noch ein bisschen besser gefunden, wenn Akito einen Ticken mehr Beweglichkeit gehabt hätte. Zum Beispiel auch so, ich hätte gerne einen Dash machen können oder... Aber wenn man dashen könnte, so einen Seitendash oder so, dann wäre man natürlich viel zu agil gewesen für die Geister. Und dann wäre das Spiel wahrscheinlich zu leicht gewesen. Aber die Geister hätte man ja auch agiler machen können. Aber das war vielleicht zu großer Produktionsaufwand, Programmieraufwand, kann natürlich sein. Nee, aber ansonsten, ich fand es auch gut, dass man nur drei Elemente hatte, weil das war tatsächlich schon umfangreich genug. Es war eigentlich sehr gut ausbalanciert. Ich hätte jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, noch mehr Elemente gebraucht. Man hat ja immerhin Blitztalismane noch gehabt. Dies war meine absolute Lieblingswaffe neben dem Bogen. Ich hätte mir vielleicht noch ein, zwei Elemente für Pfeile gewünscht. Oder eine Spezialpfeilsorte hätte ich mir noch gewünscht. Um dem Ganzen noch so ein bisschen, so einen leichten
so eine Würze zu geben, ne? Vielleicht irgendwie Explosionspfeile oder so. Von denen man aber immer nur 4 Stück hat oder einen nur. Und man darf nicht vergessen, ich habe es mir ja auch unnötig schwer gemacht teilweise, weil ich einfach nie dieses Erwachen eingesetzt habe. Den Ulti vom Akito. Habe ich nie benutzt, so gut wie nie. Hätte ich jetzt im Endkampf kam es mir tatsächlich, der Gedanke, ey, du könntest eigentlich den Ulti nochmal zünden. Hab's nicht gemacht. Es ging auch ohne. Also man kann zusammenfassen, dass das Spiel nicht unbedingt das schwierigste Spiel ist. Selbst auf schwer. Wenn ihr es spielen wollt, spielt es mindestens auf schwer. Weil dann da ein gewisser Anspruch dabei ist. Auf jeden Fall. Sehr empfehlenswert dadurch. Ich fand den kompletten Spielablauf an sich ganz cool, ganz spaßig. Ich weiß nicht, wie ich es empfunden hätte, wenn ich es nicht im Rahmen vom Let's Play gespielt hätte. Also, vergleichen wir mal, weil es beides Open-World-Spiele sind, dieses Spiel mit Dying Light 2. Dann finde ich Dying Light 2 als Let's Play für mich persönlich ein Tick zu aufwendig, zu ausufernd. Hingegen, wenn ich es für mich spiele, off-cam, für mich alleine, dass ich mal so eine 3-4-Stunden-Session für mich alleine spiele, ist Dying Light 2 halt einfach voll geil. Also richtig, richtig gehaltvoll. Da ist so viel dran, da kann man so viel machen. Und gleichzeitig ist es genau das Gegenteil bei Ghostwire Tokyo. Denn dieses Spiel hat nicht so viel Fleisch auf den Rippen, ist nicht so gehaltvoll ausgebaut. Weswegen es für ein Let's Play tatsächlich richtig gut geeignet war, für meinen persönlichen Art des Let's Play-Machens. Und ich glaube, hätte ich es für mich off-cam gezockt, hätte es mich zwischendurch angeödet. Einfach, weil es zu repetitiv zwischendurch gewesen ist. Aber das war fürs Let's Play-Machen irgendwie goldrichtig. Ist komisch, ne? Also so ein Meisterstück wie Dying Light 2, da hätte ich mich schwerer getan. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich vielleicht 1-Stunden-Blöcke machen könnte. Mit Kamera. Ob es dann vielleicht besser läuft bei solchen Monsterspielen wie Dying Light 2. Im Moment ist es so, 1/2-Stunden-Blöcke, weil die Facecam immer nur eine halbe Stunde aufnimmt, finde ich das so auch ganz angenehm. Und wir kommen ja gut durch. Ihr habt mir auch schon mal Feedback gegeben, dass 1/2 Stunde eigentlich ganz cool ist. Und dann so machen wir auch in Zukunft erstmal weiter, würde ich sagen. Wenn Facecam Let's Plays, dann 1/2 Stunde. Und ja, es wird auch wieder mal ein Let's Play geben, wo ich keine Facecam benutze. Es wird auch Let's Plays geben, die ich hauptsächlich streamen werde und die dann einfach uploade. Stray ist ja so ein Beispiel, ne? Aber Stray ist auch nicht so ein umfangreiches Ding. Ja, Leute, Spaß hat's gemacht. Ist leider wohl auch das letzte Tango Gameworks Game für die PlayStation. Weil die gehören jetzt zu Microsoft. No Tango Gameworks for PS5 anymore. Schade. Also ein The Evil Within 3 werdet ihr bei mir leider nicht als Let's Play zu sehen bekommen. Vielleicht mache ich irgendwann meine Let's Plays auch über Capture Card an einem fetten Computer. Aber im Moment läuft das leider noch nicht. Das ist momentan noch alles auf die PlayStation 5 beschränkt. Da kenne ich mich auch aus mittlerweile. Da habe ich mir viele Sachen selbst beigebracht. Da komme ich gut klar. Und ja, deswegen erstmal in Zukunft nach wie vor PS5 Let's Plays. So viel dazu. Ich hab tatsächlich ein paar Ideen, was wir als nächstes machen werden. Ich halte euch dahingehend auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es wird auch eine Ankündigung hier auf dem Kanal geben. In der Kanalinfo. Bitte da immer mal reinschauen. Das ist so die einzige richtige Plattform, wo ich Informationen für euch hinterlegen kann im Moment. Facebook auch, aber da bin ich momentan eher selten unterwegs. Es bockt mich einfach nicht mehr so. Vielleicht mache ich mir demnächst mal einen Discord-Account oder so. Schauen wir mal. Vielleicht können wir dann ein bisschen auf Discord quatschen. Aber ja,
Das soll es von meiner Warte erstmal gewesen sein. Die Frage ist jetzt, wir haben noch 3,5 Minuten, schauen wir den Abspann zu Ende oder skippen wir den? Und gucken, ob dann vielleicht noch irgendwas passiert. Wir skippen den. Bindung. Eine Trophy freigeschaltet. Kapitel 6 abgeschlossen. Und die Ende-Trophy. Schließe die Haupthandlung ab. Haben wir auch. Dein Tsushigumo Kifuda wurde zur Übertragungskette. Hä? What? Diesen Gegenstand findest du in deinem Inventar, wenn du ein neues Spiel startest oder einen abgeschlossenen Spielstand lädst. Also, wir finden jetzt nochmal gemeinsam raus, was ein Tsushigumo Kifuda ist. Übertragungskette. Ich habe schon vergessen, wie es heißt. Kifuda, irgendwas mit Kifuda. Folgende Musikstücke erhalten. Sie erscheinen in deinem Inventar, wenn du ein neues Spiel startest oder einen abgeschlossenen Spielstand lädst. Deine Outfits, Emotes, Kamerafilter und Musikstücke werden beim Start eines neuen Spiels übernommen, exklusive bestimmter Gegenstände. Möchtest du speichern? Ja. Sehr, sehr gerne. Okay, und wir starten dann wieder im Kapitel 4. Guck mal. Wir starten jetzt im Kapitel 4. Haben aber schon Stufe 47 und das Kapitel ist Verzerrung. Guck mal, wir haben fast 33 Stunden gebraucht für das Game. Wir haben echt zu lang gebraucht für das. Wir haben echt zu lang gebraucht, ganz ehrlich. Das geht besser. So, das heißt, wenn wir den Spielstand laden, dann kommen wir wahrscheinlich vor dem Ende an. Der folgende Gegenstand wurde deinem Inventar als Abschlussbelohnung hinzugefügt. Übertragungskette. So, ach so, eine Kette. Eine Gebetskette wahrscheinlich. Übertragungskette, hier. Übertrage Seelen von überall aus, ganz ohne Telefonzelle. Wow. Ja, das ist ja super nützlich. So, und das heißt, genau, wir sind jetzt kurz vor der Quest, wo wir aufs Motorrad steigen und dann in den Abgrund fahren. Also hier können wir theoretisch noch alle möglichen Sachen machen, ne? Alle möglichen Nebenquests nachholen, die uns noch fehlen. Ich könnte noch etliche Yokai jagen und Geister abgeben und noch und nöcher. Das könnten wir noch machen. Machen wir aber nicht. Ihr Lieben, das war's von mir mit Ghostwire Tokyo. Ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal. Das wäre eine Wonne für mich. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Spaß mit meinen Let's Plays habt, dann abonniert den Kanal und ihr werdet keine neuen Informationen bezüglich Let's Plays und Ankündigungen mehr verpassen. Das garantiere ich euch. Und seid gespannt, was ich als nächstes für euch in der Pipeline habe. Es wird auf jeden Fall wieder ein riesen Spaß für uns alle. Danke euch fürs Zuschauen, für eure Treue. Und ja, haltet die Augen offen, was es bald bei mir zu bestaunen gibt. Bis dann. Ciao.